So, servus und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Star Wars Rebellion. Wir fahren als Imperium jetzt fort. Wir hatten ja zuletzt den Fakir-Sektor hier eingenommen, was ja durchaus recht viel Spaß gemacht hat, wie ich finde. Ist nur Obroa Sky so ein bisschen nachziehen. Jetzt mal kurz schauen, also... So, warte mal. Ah, die ist noch gar nicht da. Okay. Ja. Machen wir es doch so. Brauchen wir den ganzen Kram einfach da drüben hin und gut ist. So, kann ich euch eigentlich auch gleich nachziehen. So, wie schaut's denn hier aus? Bist du eigentlich mit Rekrutieren schon durch? Nee, da fehlt noch einer. Orlok, glaube ich. Schauen wir mal, ob wir wie den Sie wünschen. Kriegen. Dala ist nebenbei, so rein vom Status her, ziemlich gut als Kommandeurin. Da bin ich echt am überlegen, ob ich die nicht auf Akritar als quasi Angriffswaffe einsetze. Apropos Atrivis-Sektor, wie schaut's denn hier jetzt aus? Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Bau die doch auf Endor, dann kriege ich da die Truppen auch wieder, weil ich brauche hier wenigstens 6, besser 8 Einsatztruppen, dann kann ich den Planeten besser erobern. So. Hier haben wir jetzt 100 Teiljägerstaffeln, das sollte eigentlich ausreichen. Kann man sich überlegen, ob man das Geschütz eigentlich beibehalten will. Ich finde, das macht dann mäßig viel Sinn. Mal hier lieber einen zweiten guten Flottenstützpunkt noch draus. Befasst tritt dem Feind bei. Personal ist irgendwie da. Ja, ist ja gut. Meine Mission ist fehlgeschlagen. Natürlich nicht geklappt. Wäre ja auch zu schön gewesen. So. Dann kannst du die ehrlich gesagt gleich nach Adega schicken. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. So. Schick mir den Einer Typen unserer Agenten hat sich gemeldet. Wie Sie wünschen. Irgendwann kommt dann da schon was bei rum. So, jetzt muss ich allerdings hier mal ein bisschen runterschubsen. Weil ich hätte ganz gern die Diplomaten dann eigentlich woanders. Zwei natürlich auch nicht. Schieben wir mal da rein. So. Ah, sehr schön.
Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Genau, dann haben wir hier jetzt erstmal eine größere Menge an Kommandos. Das ist dann vielleicht für die Eroberung von Duros ganz nützlich. Und wie schaut es sonst aus? Naja, passt soweit. So schön langsam gilt es halt mal zu überlegen, ob wir uns es nicht leisten wollen, dass wir auf Corellia eine Sektorflotte bauen. Ich habe den Verdacht, da ich im Moment hier aktiv bin, dass die das dann da drüben irgendwie probieren werden. Das hätte ich eigentlich nicht so gern. So. Meine, es sind halt jetzt nur ISD-1, das ist klar. Aber, ja, mei. Die ist dann tatsächlich sogar mächtiger als die Flotte, die also ich im Moment als Hauptflotte benutze. Aber das macht jetzt, glaube ich, nichts. So, Corellia, Selonia, Duros, das sind die Hauptplaneten. Dann gibt es noch Talos und Tralos. Das sind Doppelplaneten. Ja, das korellianische Sternensystem ist ein Sonderfall. Gibt sogar eine eigene Trilogie im Expanded Universe. Und ich akzeptiere ja das Legends nicht als Legends, sondern das ist für mich das Expanded Universe Feierabend. So. Ich meine, die Zusammensetzung hier der Sektoren, das ist tatsächlich, das hat nicht viel damit zu tun. Nebenbei ist es gar nicht Duros, sondern Drall ist der. Dritte Planet. Hab ich glatt verhoben hier. So. Weil dann hätte ich hier eine Sektorflotte, dann kann ich eigentlich auf Coruscant gleich. Quatsch, auf Coruscant, sage ich schon, auf Corellia. Gleich nochmal 60 Abfangjäger, Staffel. Gerade bauen. Ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen. Das werde ich da schon brauchen. Eine der imperialen Einheiten meldet ihre Ankunft am vorgesehenen Zielort. Ist jetzt auch die angekommen. Das ist schon mal ganz nützlich. Weil ich muss hier nämlich noch einiges an Teil Abfangjäger nachbauen. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Wir haben eine Meldung von einem unserer Agenten erhalten. So, wie schaut es jetzt hier aus? Eine Nachricht von Lord Vader. Fehlt immer noch was. So, da seht ihr mal, wie ehrlich das Imperium es mit euch meint. Genau, weil ab jetzt kann er dann machen, was er will, aber dann habe ich jetzt überall die Truppen wieder verfügbar gemacht. Und wenn jetzt die da sind, dann kann ich da unten endlich landen. Ich bin erfolgreich gewesen. Endlich. Okay. So, aber wenn der abgeschlossen ist, dann kann ehrlich gesagt der hier auch rüber zur Hauptflotte. Wie Sie wünschen. Und du offen gestanden. Sie haben dieser Mission Einheiten zugewiesen, die nicht in der Lage sind, den gewünschten. Weil was der nämlich kann, ist Anlagendesign. Und das ist echt wertvoll. Okay. Das wäre auch geschafft.
Oh Mann. Naja, gut. Wir müssen ja sowieso eine Reihe von Reparaturen erst durchführen. Hey! Was Porfei? Also weißt du gerade. Agenten hat sich gemeldet. Auf Korfei. Gerade baue ich, fange ich an, hier oben eine Flotte zusammenzustellen und dann sowas. So, das ist erledigt. Ach nee. Echt nicht, oder? Abfangkreuzer erforscht, erweiterte Werft erforscht. Sehr gut. Okay, jetzt sind gleich drei Katastrophen auf einmal passiert. Dazu muss man jetzt Folgendes tun. Als erstes speichern wir mal ab. So. Okay, der Reihe nach. Was ist hier gerade eingefallen? Da sehen wir es ja. Wow, 1, 2, 3. Oh, die haben auch schon einen Abfangteil. Okay, da sehe ich mindestens 3 solche Großkampfschiffe und 2 weitere. Der Rest ist eigentlich egal. Und das ist halt vor allem dieses Zeug hier. Da muss ich entsprechende Gegenmittelchen bauen. Okay, die Flotte zu knacken, das wird ein Stück Arbeit. Okay. So, Abfangkreuzer will ich bauen, um die letztlich in die Falle zu locken. Aber letztlich, damit haben sie sich, glaube ich, selber ins Knie gefickt. Hoffe ich. Das müssen wir ein bisschen mitdenken. So, jetzt muss ich erstmal auf Akritar gucken, was da passiert ist. Weil ich habe jetzt hier noch ein Schild und keine planetare Batterie mehr übrig. Ist alles zerstört. Das ist natürlich ganz gefährlich. Weil damit ist das natürlich bombardierbar. Na, jetzt gäbe es auch die LNR-Serie 2 schon, aber die hilft mir jetzt gerade nicht viel. Naja, der baut halt immer noch. Ich meine, die 2 kann ich dann nochmal durch Schilde ersetzen. Das ist jetzt nicht direkt das Problem. Die Gefahr besteht mehr, dass die technisch gesehen da wieder rausgeholt werden können, wenn hier bloß eine entsprechend große Flotte erscheint. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Okay, das ist natürlich ganz schlecht, wenn eine Strafkolonie von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Okay, aber das heißt, ich warte jetzt hier ein bisschen, bis die Flotte erstmal weg ist, dann kann ich die vielleicht knacken oder bis halt die Corellia-Flotte voll ist. Wobei, so lange. Wie lange braucht denn der? Ah, es dauert schon noch eine ganze Weile. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass das so über mich hereinbricht. Naja, okay. Also, dann machen wir es jetzt ganz anders. Der müsste ja jetzt eigentlich ausreichend Truppen an Bord haben. Sehr schön. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Ah. Schön. Okay. Damit wäre Moltok befriedet. Schicken wir da noch einen hin. Dann kann ich vielleicht bei Gelegenheit dann auf von Zerfliffel noch die Einheiten hier rüberziehen. Bauen wir jetzt einfach nach Tebrin und gut ist, brauche ich ja eigentlich hier nicht zu wissen mehr. Erchest baut noch ein bisschen, aber da kommen jetzt gerade halt veraltete Werften hin. Das ist halt jetzt so. Ich meine, dann sind die halt nicht so schnell. Aus dem Produktionsbereich. Super. Es sieht so aus, als hätte eine unserer Jägerstaffeln okay. Ihre Verluste ausgeglichen. Sie scheint jetzt wieder voll einsatzfähig zu sein. Prima. Okay.
So. Aber ich meine, hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 ISDs. Die werden nicht reichen, um mit dem dicken Brummer da fertig zu werden. Unmöglich. So, aber ich muss jetzt dann hier auf... Jetzt pass mal auf. Das muss jetzt aber ziemlich zeitgleich erfolgen. Jetzt ersetze ich mal 9, 11 Stück. Durch erweiterte Werften. Dann geht auch der Bau von den Dingern nämlich schneller. Und dann soll doch die Werft auf Corellia, wenn sie dann hier mal fertig ist, noch Dings beisteuern. Boah, Alter, das meint ihr doch jetzt nicht ernst. Es scheint, als hätten die Rebellen über einen der Planeten des Imperiums eine Blockade verhängt. Das fällt dir ja früh ein. Null. Einer unserer Agenten hat sich... Han Solo wurde gefangen. Auf Goldtop. Der Rebellenspion Han Solo wurde gefangen genommen. Ausgezeichnet. Auf Goldtop? Ernsthaft? Okay. Na gut, wenn die so blöd sind... Ups, falscher Sektor. Kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht mehr helfen. So. Okay, dann behalten wir jetzt die erstmal da. So, Berches müsste eigentlich ja fertig sein. Die hier ist jetzt wieder einigermaßen ausgestattet. Jetzt kriegen die noch einen Abfangkreuzer. So. Aber dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob das so schlau ist, mit dieser Flotte da anzugreifen oder ob es nicht schlauer wäre, das mit 10 Sternzerstörern zu machen, weil die hier ist einfach zu klein. Aber ich brauche noch jede Menge so Kleinkram drumherum auch, Dreadnoughts oder so ein Kram, um mit den kleinen Stellenschiffen fertig zu werden. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, der baut halt jetzt noch da ewig vor sich hin. Dauert's halt, das ist eigentlich egal. So. Perfekt. Dann ist jetzt hier dieser Sektor. Da muss ich jetzt nur noch die Diplomatie hier außen starten. Und dann müssen wir uns jetzt schon langsam hier was mit Corellia überlegen, weil ich meine, das ist natürlich kein Zustand so. Die sind ja noch nicht einmal damit fertig, sich die Forschung abgeschlossen. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Fertig. Dark Trooper Regiment ist erforscht. Perfekt. Damit ist die Sache eigentlich gegessen. Das heißt, ja gut, da brauchen wir jetzt noch für Ding die entsprechende Menge. Das hilft ja jetzt nichts. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Eine der imperialen Einheiten meldet ihre Ankunft am vorgesehenen Zielort. Oh, schön langsam läuft es hier ja auch mal recht gut. Das ist super, weil wenn das passt, dann könnte man langsam aber sicher auch sich überlegen, ob man nicht mal
bisschen Truppen wieder abzieht. Und dann könnte ich nämlich hier Generis und Togoria gleich übernehmen. Müssen wir mal schauen. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass hier auf Corellia nichts Dummes passiert. Ich muss zugeben, ich bin ernstzunehmend in der Versuchung. Ja, das Dumme ist, die ist gerade schon so fast fertig. Jetzt ab. Eine Nachricht von Lord Vayne. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Ich bin eingetroffen. Schön für dich. So. Genau, weil dann kriegt Gorman jetzt gleich den entsprechend perfekten Superflottenstützpunkt. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Ich bin ja ernsthaft in der Versuchung zu sagen, okay, wir integrieren die jetzt hier in die Coruscant-Flotte. Und ich baue mir auf Gorman eine neue auf. Aber da warte ich jetzt ehrlich gesagt auf den ISD-2. Ah, super, der Abfangkreuzer ist jetzt da. Also weißt du was, jetzt fliege ich mal mit dem der Flotte da runter. So, mal ganz ehrlich. Die hier kommen jetzt aber mal ganz schnell darüber. Die hier gehen bitte mal ganz schnell rüber nach Corellia. So. So, Moment. 5 braucht man hier noch. Das heißt, die hier müsste ich eigentlich abziehen können, ohne dass da irgendwas droht. So, damit habe ich hier wieder volle 10 und hier sind noch 6 da. Ja, das haut ungefähr hin. Weil dann können wir nämlich jetzt hier ehrlich gesagt Togoria auch versuchen zu übernehmen. Mal gucken, was da jetzt gleich auf uns zukommt. Ja. Bisschen Spund ist immer. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Otto tritt dem Feind bei. Wenn ich jetzt frage, wo Otto ist, oute ich mich als ahnungsloses Warte mal, nee, das kann ja nicht hier sein. Achso, das war wahrscheinlich hier jetzt der letzte, der noch irgendwie gefehlt hatte. Da, im Sluice-Sektor. Ja gut, die Sektoren hier, die muss ich halt dann eh mit Gewalt nehmen, aber das machen wir dann der Reihe nach, würde ich vorschlagen. So, Berchest muss jetzt als nächstes bei sich selbst, offen gestanden, da komme ich jetzt nicht drum rum, die muss ich noch bauen. Weil ich möchte nicht, dass der Flottenstützpunkt in die Hände der Rebellen fällt. Und also das meiste, was die so haben, da reicht eigentlich 100. So, okay, da reichen 100 Staffeln TIE Fighter. Also der Abfangjäger. Okay, bis hierhin ist schon mal alles gut gegangen. Einigermaßen. Ich meine, den Sektor Atrevis kriege ich jetzt hoffentlich so nach und nach unter Kontrolle. Ich fliege jetzt nur mal ganz kurz da unten vorbei, weil mich interessiert, was da los ist. So, dann können wir den eigentlich erstmal in Ruhe lassen. Entscheidender ist dann diese Flotte hier. Oder diese Masse. Ich meine, wenn ich die zusammenlege, dann darf's gehen. Vielleicht tun die mir ja sogar den Gefallen und kommen hierher. Aber dazu müssten die erstmal fertig werden. Gerade das könnte noch ein paar Tage dauern. Namta. So. Okay. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, aber nicht mehr genügend Truppen. Genau. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Oh wow. Nee,
das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Die Flotte ist bereit, Admiral. Wir erwarten Ihre Befehle. Meldung von allen Einheiten. Die Flotte bereitet sich auf den Sprung in den Hyperraum vor. So, verzieht euch da gleich wieder. Das ist nämlich keine gute Idee. Eindeutig zu viele Feindjäger. Das schaffen meine paar TIE Fighter nicht mehr, die da noch übrig sind. Tschüss. So. Rückzug ist erledigt. Die Flotte hat den Sprung in den Hyperraum durchgeführt. Der Rückzug ist abgeschlossen. Ja, macht euch mal nicht ins Hemd. Da verweise ich jetzt, was hier steht. Das ist eigentlich alles, was der Mensch braucht. Holla die Waldfee. Und das erfordert ehrlich gesagt den Einsatz von sehr vielen Waffen. Das wäre was für die Hauptflotte. Aber jetzt möchte ich erstmal hier auf Corfai einfallen. Sehr schön. Anlagendesign ist damit auch fertig. So. Genau. Damit habe ich jetzt hier noch jede Menge Kommandeure übrig, die ich sinnvoll verteilen kann. Ist zum Beispiel, kannst du eigentlich Commander werden? Nee, kannst du nicht. Aber Brandai kann zum Beispiel Commander werden. Und dann setze ich den nämlich dahin und lasse den dort Commander werden. So, du hast eine Erfüllungsqualität von 147 und der Typ, wenn er denn dann mal ankommt, 121. Damit gewinnt Fers. Maximilian Fers ist ohnehin die Type schlechthin. Schaut's aus, du hast immer noch 30 zu bauen. Sag mal. Brauchst du eine erweiterte Kaserne? Wieso braucht denn das eigentlich? Type. Oh. Ja. Sollte man sich mal überlegen, ob man da vielleicht auch nochmal 300 oder 100 TIE Fighter stationiert. Aber nicht jetzt. So. Okay. Nee, nicht. Hier wollte ich jetzt hin. So, wann kommt die erste Flotte hier an? 93. Okay. Dann spulen wir da mal hin. Wir haben die Meldung einer imperialen Flotte erhalten, dass sie ihren Zielort erreicht hat. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Das gibt's doch nicht. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. Und was haben die denn hier? Da stehen ja Truppen ohne Ende für Planeten, die völlig wertlos sind. Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Wie schaut's eigentlich aus auf Gorman? Drei fehlen noch. Aber sind unterwegs. Das ist gut zu wissen. So, die kriegen jetzt auch einen Interdiktor. So. Okay, jetzt mal kurz schauen, da müssen wir eigentlich schon ein paar Leute... Nee, sind noch nicht eingetroffen, okay. Wann kommt ihr an? Oh je, das zieht sich. Gerade ist eine Nachricht aus dem Produktionsbereich empfangen worden. So, warte mal, ich habe doch hier auf Pausen Spionage-Droiden. Einer unserer Agenten hat sich gemeldet. Lass mich mal hier auf Commonore nachgucken, was da los ist.
Gleiches gilt auch mal für Drall, weil ich wüsste mal ganz gern, ob da eine Flotte steht. Ansonsten Korfei ist natürlich wichtig. Aber das machen wir später.